Willkommen zurück zu Doom, dem Spiel mit jede Menge verlassenen Vorratskammern. Wir merken uns, hier ist eine Notfallsperre an. Die müssen wir mal bei den Dingern mal lösen. Weil da gibt es wahrscheinlich wieder Zeug, was ich beim letzten Mal wieder übersehen habe. So, ich habe ein bisschen wenig Lebenspunkte. Ich würde hier nicht ungern gleich die Hölle losbrechen, das bevor ich hier nicht. Das ist so offen, da können sich diese. Gerade die Imps sind halt mega nervig auf Entfernung. Was haben wir hier noch? Noch mehr offene Räume! Yay! Immer wieder krass, wie die Imps mich aus der Entfernung treffen. Oh, was ist das hier? Oh. Ah, es hat sich schon gelohnt, der Ausflug. So. Ich glaube, ich entscheide mich mal wieder für mehr Munition. Das scheint mir wirklich am sinnvollsten zu sein. Gott, wie viel das wieder gekostet hat. Ach! Hey, ich hab einen Waffenpunkt gehalten. Wofür auch immer. Ach, Mensch. Das kommt gerade timely. Ja, diesmal ist wieder mehr Lebenspunkte dran. Also mehr Schilde sehe ich halt wenig Sinn drin, aber mehr Lebenspunkte ist schon ganz nett. So, warte mal, da komme ich her. Ich denke mal, die Halle hat ja auch all ihren... Warte mal, hier kommt man ja nicht noch hoch. Wie kommt man denn da hoch? Warte mal, hier. Ahaha! Nicht einfach so eine Halle abkanzeln. Ha! Tick an, da gibt es noch mehr. Schön. Hier oben ist hier wieder ein Höhlenportal. Das ist aber nicht das Höhlenportal, wie wir das, was eine Etage tiefer war, oder? Das hat ja auch keiner gesagt, dass ich die Höhlenportale hier wegmachen soll, ne? Die Höhlenportale sorgen anscheinend nur dafür, dass Orte abgeriegelt werden, wie zum Beispiel das Ding hier. Übrigens, ich habe mir den Tag den Soundtrack von Doom angehört. Also Doom hat an sich... Ach, das ist so ein Gleiter, wie wir vorhin in der Lage gesehen haben. Also Doom hat an sich keinen Soundtrack, weil so wie es ausschaut, wird der die Musik, die man beim Spielen hört, mehr oder weniger dynamisch gemacht. Also je nachdem, was man gerade erlebt, wird die Musik angepasst. Und verstehen das verschiedenen Samples hier, wie mehr oder weniger so semi-random zusammengeworfen wird. Das wisst ihr natürlich, wisst ihr? Achso, das ist einfach Munition für alles. Ist die Musik auch relativ repetitiv, wenn man die sich nur so anhört. Aber im Spielen passt das natürlich wunderbar aus. Ach, da oben ist ja so eine Challenge oder was? Da bin ich ran. Challenges sind viel cooler als alles andere hier. Nee, da komm ich nicht ran. Das ist ja nicht ein riesengroßer Transporter. Wie laut die Musik auch gerade wird. Ach, toll, das war ja einfach daran zu kommen. So, Rundflug, Zerstörung mit der Pistole 30 Fässer, bevor die Zeit abgelaufen ist. Das soll ich schaffen. In dem verwirrt, verringert die Benommenheit. Das bringt mir zwar gar nichts, aber Runenprüfung machen wir trotzdem, das ist kein Problem. Dann machen wir mal die Höllenportal oben kaputt. Da bin ich mal gespannt. Die scheinen ja jedes Mal nur eine Tür abzusichern, ne? So, Zeit, okay. Schaff ich nicht. Oh doch. Ich dachte, ich habe ein paar Fässer übersehen. Habe ich aber nicht. Habe alle mitgekriegt. Juli. Verdammt. Habe ich auch so in die Aufnahme abgebrochen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war bei der 7. Minute. Ich könnte mich aber täuschen. Eventuell wird die Folge ein bisschen länger. Ich war bei der 13. Minute, oder? Egal, ich mache es noch 10 Minuten. Entweder ist die Folge jetzt zu kurz oder zu lang. Verdammt, ich bin nämlich außerdem rausgetappt, weil ich mit der Maus während... Im Ladebildschirm kann ich mit der Maus nämlich machen, was ich möchte. Und dann fliege ich, dann kann ich auch rausfliegen. Also, ich kann man nicht normal machen. Okay, gut. So. Höllenportale. Was mal hier wäre. Kind, wir haben 25 Kugeln enthalten? Okay. Und hier hinten noch. Okay, Munition. Hä?
Mir war so, als hätte ich die Typen gerade alle erschossen, ne? Verdammt, den hätte ich eine Drop-Attacke machen müssen. Naja, also. Nein! Verflucht! Ist mir dieser dumme Imp davor gesprungen? Nee, das ist richtig schlecht. Warum springt er denn der Imp davor von die Knifte? Hat er gegen einen Kopf, hat er dann doch eine Schwachstelle. Ach, schön. Verdammt, warum springt mir denn dieser dämliche Impf vor die Knifte? Was soll denn das? So, das ist ja gut. Hier war das Autosave. Okay, gut. Warte mal. Ich bin mich gerade verwirrt, wo ich hier gerade eigentlich genau bin. Ob das, ist das zweimal das gleiche Höllenportal gewesen? Nein, nicht. Hä? Wo bin ich hier? Bin ich irgendwo mitten in der Etage? Genau, das da unten ist eine Höllenportal. Das ist ein anderes. Habe ich doch richtig gesehen. Schon wieder so ein großer? Oh, fuck. Nimm dies! Ich bin übrigens fast sicher, dass der Boss ja, dass das Ding ja optional ist, ne? Aber immer ein Waffenpunkt was wert. Habe ich hier schon was erreicht? Wandel auf dem Weg, hol den Ritterschlag. Ja, toll. Ja, den Ritterschlag würde ich gerne machen. Die große Frage ist jetzt hier irgendwo eine Tür aufgegangen. Von den ganzen Elend hier, was ich hier gerade gemacht habe. So, das Ding müsste jetzt eigentlich. Jetzt kann ich in die Kiste nehmen. Die Tür zu lehnen, jeder Verantwortung für Schäden habt, die unsachgemäße Handlung von Munition entstehen. Ist klar. Ist klar. Ja, die Munition, Sir, damit haben wir überhaupt nichts zu tun, Sir. Nein, nein, nein. Ist hier eine Fahrstuhlplattform? Könnte ich benutzen? Die Uhr zählt anscheinend, aber ach ja, jetzt ist die Tür hier auch noch was. Ach ja. Wir deaktivieren den Tower nur für kurze Zeit. Du musst jede Linse einzeln entfernen. Öffne die Scharniere, dann gleiten die Hüllen ab. Achtung, Energiekontamination entdeckt. Die Erzeugung von Argent-Energie zu verhindern, ist nicht nötig. Aha. Ach ja, wenn der Doom Marine das nicht so leicht vorstellt. Ich meine, wir haben es ja kurz versucht, ne? Dass das irgendwie auf die Samstitut zu machen, aber es ging einfach nicht. Ja, das sind also doch Quests hier. Das ist natürlich sehr schade eigentlich. Ich dachte eigentlich, ich schalte mit meinen. Oh. Was war das gerade? Nee, ich finde schon, da sind sie ganz schön viel unterwegs. So, Kraft ist aber noch übrig gelassen. Haben wir hier noch Benzin? Ich habe ja kein Benzin mehr, das ist ja ärgerlich jetzt. Benzin hätte ich eigentlich noch gebraucht. Ja. Genau deswegen. Ich glaube, das ist noch nicht so weit weg. Oh shit, ich werde sterben.
Hier, ich brauche hier. Gut, Junge. Schrumpf für die beste Waffe. Jawohl. Ich glaube, der komische Ritter, der Höllenritter, rennt immer noch hinter mir her, oder? Ja, natürlich das. Ja, dann machen wir nochmal so. Dann kann ich den nicht einfach. Aha! Oh, verdammt. Noch so ein Typ. Ich sag gleich einmal zu zweimal. Die klettern auch gerne? So ein Elend! Auch das sehen hier zu von oben. Schade eigentlich. Gut, ich brauche mehr Muni. So, und wo war doch hier noch eine Tür, die nicht aufging? Wo ist die? War die hier? Ah, hier war die. Okay. Hör auf! Die Höllenenergie ist ohne Filter nutzlos. Achtung, Energie. Was du da zerstörst, ist wertvoller, als du dir vorstellen kannst. Eine perfekte, unbegrenzt vorhandene Energiequelle. Finde er anscheinend nicht gut, dass wir das Ding zuerst gefunden haben. So, ich möchte darauf hinweisen, dass wir immer noch kein einziges Geheimnis gefunden haben und das andere Scheiß auch noch nicht geschafft haben. Das Level ist anscheinend ein bisschen kürzer. Dann ist die nächste Tür. Das nervt mich echt, dass wir hier nichts finden, ne? Hier war ich schon, genau. Das ist der Raum hier wieder, ja, da ich mich hochgehandelt habe. Ach. Wo ist denn das Höllenportal eigentlich hin? Hat sich das mittlerweile so ein bisschen aufgelöst? Ah, oh, ne, da ist es. Okay. Ist recht ruhig hier geworden, ne? Keine Musik. Was du da zerstörst. Ja, ja, ja. So, hier waren wir auch schon. Ja, war da. So, wir müssen eigentlich. Ach, das Ding ist hier auf halbem Weg stehen geblieben. Ach, das ist der Plan dahinter. Schaff ich das? Ist ja schon weit, ne? Da unten können wir vor allen Dingen auch noch lang raufen. Fällt mir gerade auf. Komm mal da hin. Oh, shit. Aua! Aua! Naja, so viel dazu.